Welcome back zu einer neuen Episode von Let's Play Super Mario Land 2 6 Golden Coins für den Game Boy. Servus. Ja, Fabian ist auch immer am Start. Wie immer einfach, weil er der Typ ist, der spielt und weiter geht's. Genau, ich bin der Typ, der spielt und weiter geht's. Wir haben gerade einen Hotdog gegessen von meiner neuen Hotdog-Maker-Maschine. Genau. Ich werde hier höchstwahrscheinlich sterben. Wahrscheinlich. Es ist nur ein Aufzug. Ich dachte, das wäre voll krass gefährlich und so. Wo habe ich hier Leben verloren? Oh. Unauffälligerweise ist der Boden mit Spikes bedeckt. Warte mal. Nein. Muss ich dieses Level nochmal machen? Ja, muss ich. Hast du nicht gespeichert? Sehe ich so aus, als hätte ich gespeichert? Doch, du hast doch irgendein Safe gespeichert, ein Zweier oder so. Ach, Quatsch. Du lügst. Also. Ich habe keine Ahnung, ob er lügt, aber... Gerade, wenn man davon ausgeht, na gut, das. Ich habe, um ehrlich zu sein, keinen Grund anzunehmen, dass er die Unwahrheit sagt, aber. Nicht interessant, es war ihnen offensichtlich hier nicht möglich. Das ist KI-technisch. Ich fühle mich bei diesem Wort mächtig schlau. Besser zu bauen. Die Rohre sind nämlich alle nur in eine Richtung. Nö. Save. 3. Nö. Load. Ja. Ich habe tatsächlich vergessen, nach dem letzten Level zu speichern. Merkt euch Folgendes, liebe Kinder. Speichern ist wichtig. Macht's nicht wie ich und vergesst zu speichern. Speichern ist extrem wichtig. Speichern ist so cool wie Pornhub auf Drogen. So, Was schon? Ich darf speichern. Mit Pornhub auf Drogen vergleichen, wie ich will. Lass mich. Weißt du, allein, wenn deine Dummheit nicht so groß wäre und du abgehakt gespeichert hättest, wären wir jetzt weiter, als wir jetzt sind. Das ist lustig. Okay. Ja, es ist lustig. Das war ein Hahamumumu. Was? Ja, ein Hahamumumumu. Hä? Oh. Das ist mir gut. Ploing, 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 ploing. Ich frage mich immer noch, was diese Glocken da sollen. Ufa. Verdammte Axt. Flock, 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 flock. Aha, ich wusste es. Schweine sind selten feuerfest. Es wäre auch doof, wenn die Schweine in unserer Welt hitzeresistent wären. Denn das wäre schlecht für die kulinarischen Fertigkeiten der Erde. Kann man das sagen?
Will man das sagen? Muss man das sagen? Ist das überhaupt wichtig? Ha, Feuerball in den Arsch. So. Jetzt werde ich speichern. Also, ich möchte gerne das Flug-Item. Wie geht das Ding da lang? So, 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 so. Genau. Wollt ihr mich verarschen? Okay. Ach so, ist es sowieso zufällig, weil die Mäuse zwei Dinge annagen. Ja, gut. Früher sagen. Oder auch eine Alternative, nur ficken. Nicht, dass das eine Alternative wäre, aber man kann das mal behaupten. Hallo, mein Name ist Archibald. Und schreibt mich wie den Arsch. Deshalb heiße ich auch Archibald. Ich hab's nicht gerade Oh Gott. Wow. Und wenn die dann nicht funzt, dann ist das okay. Dann ist das Kunst. Alles, was ich mache, funktioniert nicht. Irgendwie. Und dann natürlich auch noch die Briten. Nein, ich hab's gespeichert. Ich muss das jetzt als kleines, ja, als kleines beschissenes Männchen machen. Problem an kleinen beschissenen Männchen. Die machen oft in die Hose. Deswegen auch der Ausdruck beschissen. So, es ist eigentlich ganz logisch. Lief so schön. Doch dann kam alles anders. Und die Welt fragt sich all die Jahre so, was kam denn jetzt anders? Es lief doch genauso wie vorhin davor angekündigt. Aber das war ihnen egal. Teile einer Anekdote. Mir ist nämlich letztens mal aufgefallen, Anekdoten machen wenig Sinn, wenn man nur Teile davon erzählt. Vor ein paar Parts habe ich erklärt, dass Sinn machen im Deutschen nicht existent ist, aber ist mir egal. Sogar mir. Mir, dem großen. Mir ist nicht egal. Das ist alles wichtig. Typen. Es hat ja auch alles irgendwie eine Bedeutung. Die Frage ist immer nur, was zum Teufel für eine Bedeutung. So.
Ist das euer beschissener... Oh Gott, nein. Lasst mich in Ruhe. Ich gehe. Man muss sich das mal geben. Ich wusste, dass man da runter kann. Alles andere hätte keinen Sinn gemacht. Oh Mann, für mich sind One-Ups gar nicht so wertvoll, weil ich immer reloade. Reloaded. Weil das Reloaden macht halt schon vieles einfacher. Genau, da kommt zum Beispiel ein Gegner raus. Da zum Beispiel kommt noch ein böses Ding raus. Da zum Beispiel bin ich jetzt schon wieder tot. Oh. Ich mache alles falsch. So. Warte mal. Da hinten kamen die Raketen. Wie überlebt man das am besten? Mit welcher Strategie? Das ist ja immer die Frage, wie macht man das am besten strategisch und überhaupt? Am wichtigsten ist sowieso immer überhaupt. Wer nicht überhaupt sagt, der ist kein echter Mensch. Echte Menschen sagen nämlich, zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie ständig überhaupt sagen. So. Folglich bist du kein Mensch oder was, wenn du nicht ständig überhaupt sagst. So. Man merkt schon, es ist nicht mehr so früh am Abend. Die Gesprächsthemen wenden sich einzelnen Worten wie überhaupt zu. Jetzt einfach mal nicht aktivieren. Genau, kommen lassen. Den Feind kommen lassen und dann übertölpeln. Ein ganz tolles Wort. Übertölpeln. Oh, verdammt, es hat schon wieder nicht geklappt. Ich will unbedingt mein Item dahin bringen. Auch Deutschlehrer stehen ja total auf das Wort übertölpeln. Ich hab's nicht gerade schon wieder verkackt. Doch. Ja. Aber warum denn? Weil du dick bist. Okay. Zeit, die Selbstgespräche zu beenden. Und dann so, nein, Selbstgespräch, ich werde euch vermissen. Und alles gut. Mir geht's super. Mein geistiger Zustand ist ungefähr am Arsch. So. Zack. Oh mein Gott, ein gutes Zeichen. Ich habe es zum ersten Mal geschafft, dieses Turm zu besiegen. Ja. Oh mein Gott, das ist jetzt gerade ein Orgasmus für mich. Das ist jetzt, das ist super. Das ist toll. Das ist nicht so toll. Oh mein Gott. So. Ha. Ach so, es ist gar nicht mehr so toll, dass ich es hier runter geschafft habe, wo ich das doch vorhin schon geschafft habe. Ich kann mich nicht unter Raketen durchdrücken, oder?
Oh nein, es gibt auch noch eine zeitliche Begrenzung. Panik! Panikattacke! Who goes on? Ja, mir geht's kacke halt so. Auch so geistig bin ich jetzt so ein richtiges Wrack, verstehst du? Also, mein Leben läuft einfach nicht mehr so wie früher. Also, früher wäre mir das nicht passiert. Also, das ist alles ganz schlimm. Dann also, passt mir jetzt. Das mache ich, das wird's helfen. Ja. Mein Leben ist am Arsch. Dann Parship. Parship. Alle 11 Minuten bringt sich einer Suizidgefährdeter doch nicht um. Ja eben, das ist doch ein Problem. Okay, nein, aber so macht man keine Witze. Was war das gerade? Du hast das Ding gesnappt und eine Sekunde später war es weg. Oder hast du es gerade an? Und das sah so komisch animiert aus. Also komisch animiert sah es auf jeden Fall aus. Ich weiß nur nicht ganz, worauf du hinaus willst. Na, das komische Blume. Hast du das Blume an oder hast du das Blume nicht an? Ich hab das Blume an. Dann ist alles gut. Also hast du immer dann Level gut zu beenden, wenn der Part noch die Hälfte lang weitergehen kann. Aber wenn dann mal das Ende vom Part kommen müsste, brauchst du immer Jahre. Drei neue Leben, wunderbar. Wunderbar! So ist es aus, wunderbar ist das. Ey, das macht dir wieder Funkwellen, das weißt du doch. Das macht Funkwellen, okay. David hat Angst, dass mein Handy Funkwellen macht. Dann soll er den Flugmodus anschalten. Never trust me. Oh, Lego-Level. Sieht echt aus wie Lego, ne? Es ist auch Lego. Das heißt auf Patent von Lego. Nintendo Kralz ist das. Darum geht's nicht. Aber es tut immer. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr auf Lego-Style tritt? Barfuß. Wie du vorhin mit der Pinnnadel. Ja, weil der David, der auch ein begabter Barfußläufer ist. Jetzt, Mikrofon ist da. Natürlich in seiner YouTube-Werkstatt quasi. YouTube Studio heißt das. Leck mich am Arsch, Studio. Dort hat er halt auf dem Boden Reißzwecken rumliegen. Das war eine, die ich versehentlich dahin getan hatte. Die hast du ganz bestimmt nicht versehentlich. Ja, genau, ich habe die extra damit hingelegt, dass ich meine Gäste, wenn die kommen, sie erstmal so einen Fuß wehtun. Nein, die ist mir runtergefallen von der Wand und deshalb lag die da. Keine Ahnung. Aha, das kann ja jeder sagen. Beweis es. Ja, also ich kann dir gerne das Poster zeigen, was an der Wand hängt, wo jetzt eine Reißzwecke fehlt. Ist das Beweis genug? Ja, hat mich. Okay, ich lass. So, schnell mal weiter hier machen, Video. So ist das in der Welt. Der eine hat den Beutel, der andere hat das. Ich höre zu viel, das kann ich. Okay. So. Schreibt mal in die Kommentare, wem die Sätze bekannt vorkommen, die ich hier von mir gebe. Wem die kryptischen Sätze da bekannt vorkommen. Au. 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 Wenn ich groß bin, gehe ich zum Bachelor. Okay, das kennt jetzt wahrscheinlich niemand, aber. Meine Fähigkeiten als Kommentator lassen langsam nach mit der späten Stunde. Weil ich denke mir halt nur noch so, leckt mich am Arsch. Mir ist langweilig und kalt und ich habe schon wieder Hunger, obwohl ich gerade einen Hotdog gegessen habe. Und vorhin Abendessen und allgemein habe ich unfassbar viel gegessen. Ich glaube, das ist schon mein dritter Hotdog. Ja, das ist schon mein dritter Hotdog gewesen, aber ich hab
Und ich habe auch noch normal Abend gegessen. Und ich habe heute Hunger, okay. Könnte auch daran liegen, dass ich, als ich, bevor ich gekommen bin, so den ganzen Tag noch nichts gegessen hatte ungefähr, aber trotzdem. Hey, da ist ein schwarzes Schwein. Was genau ist da passiert? Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Weil ich wüsste gerne, was zur Hölle da passiert ist. Wo ist die Ja-Ja-Arschlecken-Funktion? So. Einfach mal speichern wäre eine gute Idee. Dann tu es! Langweilig, buh. Okay, ich speichere ja schon. Save Game. Aber wo auch immer ich das jetzt hingespeichert habe, ist ja auch egal. Der 10. Genau, hier bin ich gestorben. Also, ich. Warum sind hier jetzt plötzlich. Achso, die Schweine waren auch vorher schon schwarz. Logisch. Ich dachte mir so, Schweine, waren die nicht vorhin rosa? Das Spiel ist schwarz-weiß. Das ist mir dann auch aufgefallen. Ihr seht, der Intelligenzquotient steigt nicht mit länger werdender Wachheitsspanne, bla bla blub. Damit hätten wir das schon mal erwiesen, dass der länger wach bleiben nicht den Intelligenzquotienten steigert. Genau. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Fühlt sich gut an, das in aller Öffentlichkeit preiszugeben. Schön. Man da so eine ist, so ein Typ. Da war gerade ein krasser Bug am Bildschirmrand. Aber sonst alles gut. Irgendwas war da seltsam. Ist das etwa ein neuer Boss? Safe Game. David, ich habe dran gedacht, das Spiel zu sichern, bevor ich den Boss. Ja. Okay, es ist ein Boss. Ich muss 3 Schweinchen besiegen, oder? Nein, ich muss tatsächlich 3 von diesen blöden Schweinchen besiegen, oder? Ja. Oh nein, die werden auch noch härter. Ich hasse es. Oh nein. Nein. Ich werde für diesen Boss ewig brauchen. Das Problem ist, das Schweinchen wird extrem hart zu treffen. Und da muss ich auch noch 3 besiegen. Du hast davor gespeichert, ne? Nein, bist du bescheuert. Ja, klar hab ich. Ich hab Schiss. Hat sich dieses Springen auf Y eigentlich ausgedacht, David? Wer hat diesen Emulator gebaut? Wer ist dieser Vollidiot nur? Ey, wie soll man denn schneller springen? Hä? Es geht nicht.
Also. Ey, jetzt hätte ich fast meinen Sekundärspielstand auch noch zerstört. Eben jenen, der mich rettet, wenn mir ein dober Fehler unterläuft. Bereit? Nein, aber egal. What the fuck? Ich hab's geschafft. Ich habe einen Schweinchen besiegt. Das hüpft. Was macht das Dritte dann? Das hüpft auch. Hilfe! Hüpfende Schweinchen! Das erste ist das schwerste. Mit Abstand. Mit Abstand. Mit großem Abstand. Habe ich schon erwähnt, was da für ein Abstand. Okay, ich weiß. Schweinchen. Lass mich in Ruhe. Leb einfach weiter in deiner Brühe. So. Ach du Scheiße. Weil dieses Schweinchen hüpft so ein bisschen. Das geht voll. Weil das kann eigentlich nicht wirklich was. Okay, das. Ja. Speaking about Kompetenz. Aber. Dieses erste Schweinchen ist halt echt hart, weil das so schnell rollt. Ich meine, hier klar, Timing, bla bla blub. Aber gerade in der dritten Stufe ist das echt haarig. Ein haariges Schwein! Leute, ich weiß nicht, was ich machen soll. Mir fehlt irgendwie die Strategie. Zeit einfach random Strategien auszuprobieren. Ich probiere mal mich jetzt nicht zu bewegen. Freuen? Freuen? Das geht, ich habe nur ein Leben verloren. Wow. Zack. Problem ist, T minus 100 Sekunden ist halt schon haarig. Ich sollte aufhören mit diesen haarigen Sachen, aber lass mich. Jawohl, ich bin begeistert. Ich hatte da eine echt sinnvolle Idee. Okay, das ist toll. Alter, diesen Fight läuft's. Habe ich ernsthaft noch kein Leben verloren? Das Problem ist, dieses Schweinchen kann höher springen als ich. Das heißt, ich muss passend von oben kommen. Ich muss quasi über diesem Schweinchen sein. Über dem dritten, wenn es hochspringt. Alle von euch, die jetzt sich jetzt so denken, was? Ja, das denke ich auch. Aber wie schnell ist es denn? Guckt euch mal meine Geschwindigkeit an im Verhältnis zu der von diesem Schwein. Ja, das ist einfach abartig. Guck mal, das ist schlimm, weil man muss sowas von über dem Tier sein. So, jetzt packst du es mit dem Parkgleis beenden können. Ja. Mir ist halt immer die Partlänge egal, aber läuft. Natürlich ist sie dir das. Ja, natürlich ist sie mir das. Alter, dieses Schwein hier kann echt nichts im Vergleich zu dem dritten und dem ersten. Sowohl das erste als auch das dritte sind einfach krass.
Zack, erstmal reingedingselt. Das Problem ist, es hüpft einfach höher als ich. Es ist gewissermaßen problematisch. Es sind nur drei kleine Schweinchen. Ich sollte aufhören, so viel Angst vor denen zu haben. Aber ich habe Angst. Mama. Gut. Sich Zeit zum Reagieren verschaffen ist wichtig, aber wie zum Teufel? So. Oh nein, ich bin jetzt schon klein. Ja, pff. Ich weiß jetzt nicht, wo ich das zweite Leben verloren habe, aber es ist ja auch nicht so wichtig. Ach jetzt. Ja. Ach so, komme ich schneller nach unten. Geil. Ich habe gerade voll die krassen Taktiken und so entwickelt. Was Steuerung betrifft, bin ich jetzt ein Profi. Ich habe mich soeben zum Profi entwickelt. Was die Steuerung von diesem Spiel betrifft. Und der Trick ist, höher springen. Einfach die hohen, ganz hohen Sprünge nutzen. So. Du darfst jetzt den Part beenden. Moment. Nachdem wir jetzt... So, damit haben wir jetzt die vierte Münze und uns fehlen nur noch zwei Münzen. Das ist ganz toll. Das ist so richtig legendär, einfach weil es nicht mal lange dauert. Bist du mal zufrieden mit dem, was du erreicht hast bis jetzt? Ja. Also, dann geht's im nächsten Part weiter mit der nächsten States. Das braucht das jetzt hier. Okay, es speichert nochmal geswint. Das ist immer sehr wichtig und sehr sinnvoll. Gerade für unseren Zweck. Und damit herzlichen Dank fürs Hochhauen von dem Video. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ja. Und ciao. Ja, ciao.